bin Raffi Huber. Ich bin verantwortlich für die Warm-up-Show beim EVZ. Im Namen von der Vinilia leite ich das Projekt. Das heisst, ich mache einerseits Konzeption, schreibe ein Drehbuch, schaue, dass die Leute wissen, was sie zu tun haben, dass alles Material vorhanden ist. Wir sind jetzt momentan noch bei der Vinilia. Wir werden hier die letzten Sachen einpacken, nachher wirklich in die Bossart-Arena fahren. Dort haben wir das meiste vom Material eingelagert unter der Tribüne. Da können wir das ins Studio überrollen. Das Studio steht ja in der Kabine der Academy. Am normalen Tag sind wir zwei Leute, die für Technik und Videosachen zuständig sind. Plus ich, die dann die Regie machen während der Show selber. Jetzt haben wir hier die erste Linie, Verteidiger, Defense links. Sali zusammen. Also am Anfang ist meistens eine Anmoderation mit dem Tommy, der auch Stadionspeaker ist. Nachher wird ein vorproduzierter Beitrag gezeigt, wo wir aufwendig eine Art von Reportage immer wieder einen Punkt der Organisation beleuchten. Und dann ist ein Taggast in der Show, der mit dem Tommy zusammen über diesen Punkt diskutiert. Ich bin der Tommy Ecker, bin der Stadionmoderator oder der Hausmoderator vom EV Zug und jetzt neu auch ein Moderierer von der EVZ Warm-up Show. Die EVZ Warm-up Show ist eigentlich einfach eine Plattform, wo die Fans, das Umfeld vom EV Zug, einen noch tieferen Einblick in die Vereine, in die Mannschaft überkommt. Und hinten raus von der Sendung können wir dann, je näher der Match kommt, desto mehr aufs Spiel zu reden. Wir zeigen das Line-up, wir haben ein vorproduziertes Interview, das wir immer mit einem Spieler machen, kurz bevor sie in die Garderobe gehen und sich für das Spiel parat machen. Tommy, du hörst mich immer noch. Der Countdown siehst du nach 6 Minuten. Und ich spiele den Opener in 5, 2, 1. Und der Tommy kann begrüßen, 2, 1 und go. Mit einer kleinen Verzögerung von Safi und Schreiben 2 Wochen starten wir hier in der Bossart Arena heute Abend auch noch in das Eishockey-Jahr 2022. Ich finde es einerseits cool, dass wir so eine Live-Show machen können, die es so noch nicht gibt im Schweizer Hockey. Und da ich selber sehr sportbegeistert bin, gefällt es mir natürlich da vom Hockey, wirklich das mal hautnah mitzuerleben und ein bisschen schauen, dass wir den Fans etwas überbringen können, dass sie die Organisation sehen vom EVZ.